Heute pasteurisieren wir Eier, um die Keimbelastung so weit zu senken, dass man die Eier hemmungslos essen kann, ohne Gefahr zu laufen, eine Salmonellenvergiftung zu bekommen. Herzlich willkommen, mein Name ist Nico Stanizok und ich freue mich, dich zu sehen. Um wirklich zu sehen, ob die Bakterien noch abgetötet werden, habe ich mir hier Petrischalen besorgt und da stelle ich jetzt gleich einen Nährboden für her. Ja, und dann machen wir einen Abstrich der Schale der frischen Eier und einen Abstrich der Schale der pasteurisierten Eier und können dann am Ende vergleichen, wie viele Bakterien darauf wachsen. Um das Ganze praktisch zu testen, backen wir noch einen Marmorkuchen. Einmal, um zu sehen, ob die rohen pasteurisierten Eier denn auch noch funktionieren zum Backen. Und zum anderen, um ganz hemmungslos rohen Kuchenteig zu naschen. Ich bereite mir mal das solide Wasserbad vor, während ich kurz was zum Pasteurisieren erzähle. Beim Pasteurisieren wird ein Lebensmittel für wenige Sekunden bis ein paar Minuten auf 72 Grad erhitzt. Dabei sterben so viele schädliche Bakterien ab, wie Salmonellen, E. coli oder Clostridium perfringens und andere, dass die Keimbelastung so gering ist, dass man das Lebensmittel sicher essen kann, ohne gastrointestinale Schwierigkeiten zu bekommen, um nicht zu sagen Durchfall zu bekommen oder Kotzerei. Bekanntestes Beispiel für ein pasteurisiertes Lebensmittel ist zweifellos die Milch. Auf jeder Milchpackung steht es deutlich geschrieben drauf: pasteurisiert. Muss ja mal drauf schauen. Wenn man Eier kocht, werden sie auch pasteurisiert. Sehr gut sogar. Allerdings sind sie dann nicht mehr roh. Selbst wenn man die Eier bei 72 Grad pasteurisiert, hat man zwar perfekt gegarte Eier, aber eben feste Eier, da das Eiweiß bei Temperaturen ab 60 Grad beginnt zu degenerieren, sprich zu gerinnen. Damit das nicht geschieht, kommt Sous-Vide ins Spiel. Mit Sous-Vide können wir die Temperatur auf 57 Grad einstellen und gleichbleibend für eine lange Zeit halten. Laut Schumann sind bei einer Temperatur von 58 Grad bereits nach ca. 55 Minuten sämtliche Salmonellen abgetötet. Da diese Temperatur aber schon recht nah an der Gerinnungsgrenze liegt, sind 57 Grad besser. Pasteurisieren kann man nämlich nicht nur bei 72 Grad oder höheren Temperaturen, sondern auch schonender bei geringeren Temperaturen. Pasteurisieren ist ein Verfahren, das temperatur- und zeitabhängig funktioniert. Ein Beispiel: Du setzt dich in eine Badewanne mit 100 Grad heißem Wasser. Wie lange wirst du darin überleben? Nicht sehr lange vermutlich, ohne dass ich das jetzt ausprobieren möchte. Anderes Beispiel: Nehmen wir eine Dampfsauna, in der es 57 Grad warm sind. Darin fühlt man sich ziemlich wohl. Für ein paar Minuten. Ohne es ausprobieren zu müssen, können wir davon ausgehen, dass du nach einer, spätestens nach zwei Stunden innerlich so aufgeheizt bist, dass du stirbst. Und genau so geht es den Bakterien im Sous-Vide-Wasserbad auch. Da das Wasser nur 57 Grad heiß ist, reicht die Temperatur nicht aus, um das Eiweiß in den Eiern gerinnen zu lassen. Dadurch bleiben die Eier roh und du kannst sie für alle Rezepte verwenden, bei denen du normalerweise rohe Eier benutzt, wie Mayonnaise oder Mousse au Chocolat zum Beispiel. Wie gesagt, um wirklich zu sehen, ob die Bakterien abgetötet werden, habe ich mir Petrischalen besorgt. Dafür stelle ich jetzt eine Nährlösung her. Dafür wird 3 bis 4 Gramm gekörnte Brühe in 240 Gramm kochendem Wasser aufgelöst und gefiltert. Anschließend werden 3 Gramm Agar eingerührt und für 2 Minuten gekocht. Einmal, damit das Agar binden kann und zum anderen, um sicher zu sein, dass alle Keime abgetötet werden. Die Nährlösung wird dann kochend heiß in die Petrischalen abgefüllt und sofort verschlossen. Die Nährlösung dann fest werden lassen. Sowie der Nährboden fest ist, die Schalen umdrehen, um zu verhindern, dass das Kondenswasser auf den Nährboden tropft und ihn kontaminiert. Anschließend die Petrischalen bis zur Verwendung in den Kühlschrank stellen. Wenn du das Experiment mal nachmachen möchtest, die genaue Anleitung, wie ich die Petrischalen hergestellt habe, findest du auf meiner Homepage. Der Link dafür ist hier unterhalb vom Video in der Infobox. So, die Eier haben jetzt für 2 Stunden im Sous-Vide-Wasserbad pasteurisiert. Ich nehme jetzt einen Abstrich von den pasteurisierten Eiern in einer Schale und in der zweiten Schale mache ich einen Abstrich von einem frischen, nicht pasteurisierten Ei. Die Bakterien lasse ich jetzt für 2 Tage bei 25 bis 30 Grad wachsen. Nachts ist es ein bisschen kälter darum, nur 25 Grad. Am Ende vom Video schauen wir uns das Ergebnis dann mal ganz genau an. An dieser Stelle möchte ich mich schon mal recht herzlich bei dir bedanken, dass du dir mein Video anschaust. Wenn dir das Video bis hierher soweit gefällt und du es nützlich findest, dann würde ich mich wirklich sehr darüber freuen, wenn du mir jetzt dafür einen Daumen nach oben gibst.
Wenn du meinen Kanal Nico Stanizok noch nicht abonnierst, dann weiß ich es wirklich sehr zu schätzen, wenn du jetzt den Kanal Nico Stanizok abonnierst. Dankeschön! Die ganze Anleitung gibt es auch nochmal zum Nachlesen mit wesentlich mehr Infos und den ganzen Links zu den wissenschaftlichen Webseiten auf meiner Homepage. Der Link dafür ist hier unterhalb vom Video in der Infobox. Es lohnt sich. Es ist wirklich sehr interessant. Kann ich wirklich empfehlen. Anschließend habe ich mit den pasteurisierten Eiern einen Teig für einen Marmorkuchen angerührt. Ich kürze das jetzt allerdings mal ab. Wenn du das ganze Video sehen möchtest, verlinke ich mein Rezept für einen Marmorkuchen mal hier oben rechts oder unterhalb vom Video in der Infobox. Da unten befinden sich übrigens auch die Kommentare. Schreib mir doch mal, was deine bevorzugte Anwendung für pasteurisierte Eier ist. Als nächstes schlage ich mal ein Ei auf, damit wir uns anschauen können, wie es denn jetzt von innen ausschaut. Vielleicht noch eins und etwas näher dran. Wie man gut erkennen kann, wird das Eiklar etwas trübe. Das trübe Eiklar hat aber keinen Einfluss auf die Eigenschaft der Eier. Du kannst das Eiweiß weiterhin auch zu steifem Eischnee aufschlagen. Das ist wichtig, wenn du zum Beispiel Mousse au Chocolat mit aufgeschlagenem Eiweiß machen möchtest. Fehlt nur noch der Blick in die Petrischalen. Ich denke, man kann den Unterschied sofort erkennen. Links die Schale mit den frischen, nicht pasteurisierten Eiern, rechts die Schale mit den pasteurisierten Eiern. Ihr könnt ja mal näher rangehen. Noch näher? Also die Schale mit den pasteurisierten Eiern enthält eindeutig weniger Bakterienwachstum. Wer weiß, was ich genau hier gezüchtet habe, der kann mir ja bitte mal einen Kommentar da lassen. Ich habe leider gerade kein Mikroskop da, sonst könnte ich da mal genauer nachschauen. Hier, da ist er. Nö, da ist er nicht. Also hier ist er. Da. Der Marmorkuchen ist gerade fertig geworden. Der ist jetzt aber noch ein bisschen zu heiß zum Essen. Außerdem muss er erst noch 10 Minuten in der Form abkühlen, bevor ich ihn umstürzen kann. Aber das Beste. Also nein. Die Keime sind abgetötet. Die Eier kann man weiterhin verwenden, man kann Eischnee mit aufschlagen. Aber das Beste kommt jetzt. Hier, ich habe mir extra viel von dem Teig übrig behalten, damit ich jetzt den rohen Kuchenteig naschen kann. Und du musst mir jetzt dabei zugucken. Nein, musst du natürlich nicht. Ich wollte nur zeigen. Oh, Entschuldigung, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Hey, also ich muss ehrlich gestehen, ich finde den rohen Kuchenteig hier noch leckerer als den Kuchen selber. Das ist sogar noch leckerer als Mousse au Chocolat und Mousse au Chocolat ist ja schon ziemlich lecker. Kann man jetzt übrigens auch machen mit roh aufgeschlagenem Eiweiß. Mousse au Chocolat geht auch. Keine Gefahr von Salmonellen mehr. Super Sache, gell? Also, ich muss jetzt gleich ganz dringend hier diesen Teig naschen. Und damit du mir dabei nicht zugucken musst, mache ich jetzt ganz schnell. Ich hoffe, dir hat die Anleitung gefallen, meine Präsentation oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte, wie man Eier pasteurisiert so wieder. Wenn dem so ist, freue ich mich, wenn du mir einen Daumen nach oben dafür da lässt. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonnierst, dann weiß ich es wirklich sehr zu schätzen, wenn du jetzt meinen Kanal abonnierst und hier diesen roten Knopf da unten drückst. Genau, den Kanal abonnierst. Das gesagt, ich bedanke mich recht herzlich bei dir fürs Einschalten. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen und sage einfach Tschüss. Nudelteig, Quatsch. Könnte man auch machen, macht aber keinen Sinn, weil die Nudeln werden eh gekocht. Rohen Kuchenteig naschen gehen. Tschüss. Das ist das Beste. Absolut. Da könnte ich eine ganze Schüssel von essen. Ciao.